Hallo zusammen, mein Name ist Dominique Hügin und ich war im Bergwerk in Horgen. Das liegt im Kanton Zürich und es ist eher ein kleines Museum. Ich habe das Museum gewählt, weil ich dachte, das ist etwas Spezielles, etwas anderes als die Museen, die ich schon kennt habe. Und es könnte noch interessant werden, wie das dort abläuft. Ich habe eine Privatführung bekommen, weil das Museum eigentlich nur am Samstagnachmittag offen hat. Aber wir das am Montag haben müssen machen. Das Projekt darum habe ich eine Privatführung bekommen, wo extra jemand für mich dort angekommen ist und das dann präsentiert hat. Die Führung hat aus zwei Teilen bestanden. Der erste Teil war, wir sind in einem kleinen Raum gesehen, wo es Ausstellungsgegenstände hatte, die aus dem Bergwerk geholt worden sind. Also zum Beispiel Fossilien und Kohlestücke. Das ist ein Kohlebergwerk nämlich. Es hat auch einen Kurzfilm gegeben mit der Geschichte des Bergwerks. Da haben wir erfahren, dass es ein Kriegsbergwerk ist. Das ist ein Bergwerk, das nur während der Kriegszeiten benutzt worden ist, also nur dann abgebaut worden ist, wo es Kohlemangel gegeben hat. Das ist so, weil die Kohle, die dort ist, ist relativ jung und hat darum einen eher schlechten Brennwert. Der zweite Teil der Führung war ca. 2 km lange Stollenfahrt auf einem präparierten Stollen mit einem Minenwagen. Während der Fahrt selber hat es mehrere Stopp gegeben, wo noch etwas gezeigt hat, wo extra präpariert worden ist für Besucher, damit man sieht, wie das früher war. Etwas am eindrücklichsten habe ich gefunden, die Abbauschlitze, wo die Kohle selber abgebaut worden ist. Die sind ca. 30 bis 40 cm hoch gewesen. Gerade genug, dass jemand drin liegen könnte und Kohle abbauen kann. Früher, wo es noch benutzt worden ist, das Bergwerk, hat es noch kein elektrisches Licht unten gehabt und sie haben Öllampen gehabt. Und jedes Mal, wenn es eine Sprengung gegeben hat vom Hauptstollen, dann hat es eine Druckwelle gegeben, die die Lampe gelöscht hat. Dann war man ein paar Sekunden lang in kompletter Finsternis gewesen. Das hat er auch einmal vorgezeigt, wie das dann wäre, wenn plötzlich einfach das Licht weg ist und das wirklich komplette Dunkelheit sehr unangenehm ist. Als Projekt zum Museum habe ich eine kleine Animation gemacht, wo ich darauf gezeigt habe, wie die Stollen gebaut worden sind. Angefangen haben sie mit dem Hauptstollen. Dort haben sie mit Sprengungen und Pickeln und so haben sie sich fortbewegt und Tunnel graben. Die Tunnel sind so groß oder so hoch gesehen, dass man drin laufen kann, ohne Probleme. Und ca. 1 Meter breit ungefähr. In der Hauptstollen hat es auch ein Gleis für die Minenwagen, wo sie dann entweder Kohle oder auch Stein und Abfallschutt raustransportiert haben. Vom Hauptstollen abzweigend hat es alle 20 Meter einen Nebenstollen gegeben. Von diesen Nebenstollen aus haben sie Abbauschlitz gemacht, wo sie die Kohle abgebaut haben. Und wenn die Kohle abgebaut war, haben sie den Abbauschlitz selber wieder mit Schutt und Stein gefüllt, damit der Berg seine Stabilität behaltet und es nicht einstürzt. Das war das Ende meiner Präsentation. Ich hoffe, es hat euch gefallen.